Wir befinden uns hier in Oppenau, etwa 20 Kilometer entfernt von Offenburg in Mittelbaden. Es fand am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr in einer Hütte im Wald eine Kontrolle eines Mannes statt. Zuvor hat ein Zeuge den verdächtigen Mann gemeldet, da dieser sich dort in Tarnkleidung und offenbar mit Pfeil und Bogen bewaffnet aufhielt. Kollegen sind ausgerückt, insgesamt 2 Streifenbesatzungen, 4 Polizeibeamte, und haben den Mann einer Kontrolle unterzogen. Die Kontrolle lief routinemäßig ab. Der Mann war zunächst sehr kooperativ und hat dann plötzlich und völlig unerwartet für die Beamten eine Schusswaffe gezückt und in Richtung der Beamten gedeutet. Er hat anschließend die Beamten massiv bedroht und sie aufgefordert, ihre Dienstwaffen abzulegen. Danach ist er in den Wald geflüchtet. In der Zwischenzeit laufen diverse Fahndungsmaßnahmen hier rund um den Wald, um Oppenau, auf Hochtouren. Es sind einige Hubschrauber im Einsatz, auch mit Wärmebildkamera ausgestattet. Wir haben unterschiedliche Polizeikräfte im Einsatz, auch von anderen Polizeipräsidien, Spezialkräfte und auch die Hundestaffel. Heute werden die Fahndungsmaßnahmen und die polizeilichen Maßnahmen entsprechend fortgesetzt. Das bedeutet, dass insbesondere die Waldgebiete rund um Oppenau durchsucht werden und dass unterschiedlichen Hinweisen, auch Hinweisen aus der Bevölkerung, nachgegangen wird. Da bitte ich um Verständnis. Also es ist durchaus so, dass unterschiedliche Durchsuchungsaktionen stattfinden. In welcher Form diese dann ablaufen, da möchte ich aus ermittlungstaktischen Gründen jetzt nicht zu tief eingehen. Wir kriegen unterschiedlichste Hinweise. Einige beziehen sich speziell auf den Bereich in und um Oppenau, einige auch außerhalb. Alle Hinweise werden entsprechend überprüft. Wir haben da natürlich keinen speziellen Zeitplan, den wir jetzt veröffentlichen möchten, auch nicht aus ermittlungstaktischer Sicht. Allerdings ist es so, dass wir die Lage stetig neu bewerten, neu beurteilen und unsere Maßnahmen dann entsprechend der Lage anpassen. Wir sprechen aktuell von über 100 Kräften. Wenn Polizisten in Extremsituationen geraten, was der Beruf bringt mit sich, hin und wieder vorkommt, haben wir Spezialisten in jedem Polizeipräsidium von der psychologischen Beratung, die entsprechende Schulungen absolviert haben und die sich dann, wie Sie richtig sagten, um die Polizeibeamten auch kümmern.